Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Wildwasserführers für Österreich. Heute schauen wir uns die obere Bregenzer Ach von unterhalb Opfreben bis oberhalb Schnepfau an. Eingebotet werden kann bei der Autobrücke unterhalb Opfreben. Hier ist es noch verhältnismäßig einfach an den Bach runterzukommen. Der Oberlauf der Bregenzer Ach hat selten genügend Wasser, aber wenn dies der Fall ist, hat man einen sportlichen Abschnitt vor sich. Beim Einstieg habe ich den Durchfluss auf 5 Kubikmeter pro Sekunde geschätzt, was jedoch aufgrund des Regenwetters und der zahlreichen Bächlein bald mehr wurde. Eine alternative Einbordstelle findet sich im flacheren Zwischenstück entlang der Straße. Da es hier oben meist nur im Frühjahr genügend Wasser hat, muss mit Lawinenresten und Holzhindernissen gerechnet werden. Während die Autostraße einen Felsvorsprung im Tunnel unterquert, schlängelt sich die Bregenzer Ach darum herum und die Waldschlucht beginnt. Das Gefälle erhöht sich und zahlreiche Felsblöcke erfordern konstante Aufmerksamkeit.
linker Hand die Felsen zurückweichen, nimmt das Gefälle allmählich ab, aber es rauscht immer noch recht mit wenigen kleinen Kehrwassern dahin. Man hat den Talkessel von Schopenau erreicht, den die Bregi in einer begradigten Linie durchfließt. Dank des Gefälles fällt dies kaum negativ auf. Zahlreiche Brücklein überqueren den Bach. Etwa in der Mitte dieser Gerade bei einer solchen Brücke findet sich ein Absatz. Bei der letzten Brücke der Gerade gibt es eine niedrige künstliche Stufe, welche einen Rücklauf bildet. Nach einem Knick im Flusslauf erreicht man die Ebene von Au. Das Bachbett ist nun wesentlich breiter und man könnte hier noch mehr Wasser vertragen. Früher gab es ab hier bis zum Ausstieg zahlreiche unfahrbare Wehre, die jedoch inzwischen alle zurückgebaut wurden und sich das Gefälle über die gesamte Strecke verteilt. Im Dorfkern von Au mündet die Argen ein. Unterhalb der nächsten Brücke findet sich eine Stelle mit erhöhtem Gefälle. Es gibt immer wieder solche kurzen Katarakte oder niedere Stufen über die ganze Bachbreite. Eine Ausbruchmöglichkeit hat man oberhalb des Straßentunnels. Da es auf der Höhe des Tunnels noch ein paar kurzweilige Stellen gibt, lohnt sich eine Weiterfahrt bis nach der Tunnelausfahrt, auch wenn das Ausbuchen hier nicht ganz so bequem ist. Eine Weiterfahrt bis Mellau ist möglich, aber wegen zwei unschönen Blockwurfwehren und der Begradigung nicht wirklich lohnen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!